Bei der Frage musste ich lange überlegen. Und ich tue mich auch schwer mit dem Video. Ich bin ehrlich, ich habe gedacht, das ist zu privat, das kannst du nicht teilen. Aber ich finde es trotzdem für Frag den Fondsmanager jeden Freitag um 5 in Ordnung, weil ich weiß, du magst den Kanal, ganz viele neue Abonnenten, ganz viele Likes, ganz viele Leute, die den Kanal auch geteilt haben. Deswegen gebe ich dir hier in dem Video mal einen tiefen Einblick zu einer Frage, die mich über Instagram erreicht hat und die wirklich sehr persönlich ist. Und ich werde dir vielleicht nicht alles sagen, aber ich werde dir einen Teil erzählen. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss. Und die Frage war, was hat mich jahrelang zurückgehalten? Welche Glaubenssätze waren schuld daran, dass ich 10 Jahre an der Börse nicht wirklich erfolgreich war? Und du musst wissen, ich habe 96 angefangen, habe damals mit der Mannesmann-Aktie meine allererste Aktie gekauft. Die hat sich in kurzer Zeit verfünffacht. Ich war der Held, ich hatte in der Schule immer Geld und es war die Zeit des neuen Marktes, wo eben die Börse so extrem gestiegen ist und man eigentlich mit Long Only nur Geld verdienen konnte. Und natürlich habe ich die Jahre danach alles verloren und habe mich dann immer tiefer in die Investment- und Trading-Industrie reinbegeben und immer mehr auch gelernt. Und trotzdem, ich habe von 96 bis 2006 viel Erfahrung gesammelt, aber ich habe kein Geld verdient. Lass es uns nicht beschönigen. Ich habe vielleicht ein paar Prozent über die ganzen 10 Jahre verdient, aber es hat nie gereicht, um zu leben. Und auch als ich als Fondsmanager angefangen habe, es waren noch viele Dinge da, die nicht gut waren. Und da ist natürlich die Frage auch, woran hat es gelegen? Was waren die Glaubenssätze, die mich zurückgehalten haben? Und das kann man natürlich auch nur hinterher beurteilen, denn in dem Moment selber musste ich jede Erfahrung machen. Und es war auch schwer, dann in dem Moment zu sagen, oh Gott, ich bin auf dem Holzweg, weil irgendwie hat sich ja was verändert. Aber es war nicht besser. Und es ist auch an der Börse schwer, den richtigen Weg zu erkennen. Und das ist auch der Hauptgrund dafür, dass ich ausbilde, weil ich eben sage, ich kann zumindest meinen Weg zeigen und du kannst eben daraus auch Ideen für deinen persönlichen Börsenweg rausnehmen. Und ich glaube, einer der größten und schlechtesten Trading-Glaubenssätze und Investment-Glaubenssätze war, ich muss immer mehr Zeit mit und an der Börse verbringen, um besser zu werden. Also wenn ich jetzt eine Stunde auf den Markt gucke, ist es viel schlechter, als wenn es 5 oder 10 Stunden sind. Ich muss also richtig eng und krampfhaft davor sitzen, gerade im Daytrading auch. Ich muss jeden Pip, jeden Punkt, jede Bewegung mitnehmen und beobachten, um dann die beste Handelsentscheidung zu treffen. Und dann ist es so, du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Du bist 10 Stunden am Tag beschäftigt, aber du machst das Falsche. Du bückst dich immer nach 50-Cent-Stücken. Du siehst aber nicht, dass irgendwann 5 € oder 500-Euro-Scheine da liegen, weil du so nach 50-Cent-Stücken suchst und das große Ganze dann vernachlässigst. Und das war einer meiner Hauptglaubenssätze. Ich muss immer am Markt sein, ich muss jede Kursbewegung beurteilen, jede Nachrichten lesen und alles in mich aufsaugen und aus der Emotionalität heraus Dinge dann traden und richtig gut sein. Und vor allen Dingen, ich muss aktiv sein, weil ich habe ja in der Arbeit und in der Uni und in der Schule gelernt. Nur wenn ich viel lerne, kriege ich auch eine gute Note. An der Börse völlig falsch, wenn ich einmal im Jahr auf die richtige Taste drücke, einmal die richtige Aktie kaufe, einmal das richtige Derivat erwerbe und das restliche Jahr mich ausruhe, kann ich auch 100, 200, 500.000% machen. Ich muss nur diesen einen richtigen Klick haben, diese eine richtige Entscheidung. Also eine große falsche Idee war, sich viel mit Märkten beschäftigen, bringt viel Performance. Ich habe das dann irgendwann umgedeutet und habe gesagt, sich viel mit sich selber zu beschäftigen, mit seinem eigenen Investmentprozess, damit, wie das große Geld arbeitet und handelt, das bringt viel. Aber jetzt die Charts 10.000 Stunden zu beobachten und du kennst diese 10.000-Stunden-Regel, das bringt nichts. Das ist wie auf dem Tennisplatz stehen und 10.000 Stunden immer einen Ball nehmen und dagegen hauen. Das bringt gar nichts. Und ein Beispiel dafür, dass du mit null Aufwand wirklich gute Performance machen kannst, das ist ja der Algo-Investor. Du weißt es, mit meinem Geschäftspartner Samuel bieten wir Software an. Völlig einfache Strategien, die ich bei mir auf der Website und hier im Kanal ja auch öffentlich schon geteilt habe, den andere Unternehmen ja aufnehmen und teilweise auch mitvermarkten, weil sie ja merken, wie gut es funktioniert, die andere Trainer auch diese Strategien nehmen. Und dann merkst du, diese Strategien ist ein Zeitaufwand von 10 Minuten in der Woche und sie funktionieren. Wenn du ein bisschen mehr Zeit reinsteckst, kannst du sie auch verbessern und das machen wir im Rahmen der Ausbildung auch. Aber selbst wenn du nur die Plain Vanilla Strategien umsetzt aus dem Algo Investor, ist die Performance extrem gut. Ein zweiter Glaubenssatz, der mich lange sehr stark zurückgehalten ist oder hat, ich kann alles mir alleine beibringen. Ich bin so ein Typ, ich gebe niemals Arbeit ab. Und Samuel hat damit ganz schön zu kämpfen. Wenn es 50 Cent auf der Straße gibt, dann bücke ich mich danach. Und bei 5 € bücke ich mich auch. Und irgendwann sind meine Knie kaputt und für 500 € komme ich nicht mehr runter. Warum? Weil ich alles immer selber mache, weil ich nie was abgebe. Das ist gut, um viel zu lernen, aber irgendwann musst du Dinge auch abgeben. Und der Algo-Investor ist ja auch eine gute Geschichte dazu. Ich habe selber nie gedacht, dass ich 20% meines Geldes
Automatismen anvertraue, die für mich Geld verdienen. Heute mache ich das und bin ganz entspannt. Und im Trading war es so, ich habe gedacht, ich muss alles selber lernen, ich muss alles selber verstehen. Die anderen, die haben keine Ahnung, die wollen mir was Böses, was verkaufen. Das sind alles nur Dummschwätzer. Und natürlich gibt es die da draußen auch. Und ich habe gedacht, naja, es reicht, wenn ich die Bücher lese, wenn ich die Videos gucke und das dann selber lerne. Aber es ist Quatsch, es ist Bullshit. Du brauchst immer einen Mentor, du brauchst jemanden, der schon da ist, wo du hin möchtest. Und nur der sieht eben deine Fehler. Es gibt in der Psychologie das sogenannte Johari-Fenster. Das sind eben Dinge, da weißt du einfach nicht von deiner Inkompetenz. Jemand anders sieht das und kann dir helfen. Und das brauchst du auch, weil wenn ich dich frage, was sind die Dinge, die dich zurückhalten im Trading, und du sagst mir, ja, ich halte mich nie an meinen Stop-Loss, dann sage ich, hier ist die Lösung, halte dich an deinen Stop-Loss, Dankeschön. Und trotzdem wirst du es nicht schaffen, weil eben Dinge im Kopf dich blockieren und da kann eben ein Coach dich darauf hinweisen. Ich habe das lange nicht erkannt, ich habe tatsächlich auch 2006 nach 10 Jahren das allererste Mal Geld für ein Seminar ausgegeben. Bücher und so, das lasse ich mal außen vor. Ich habe sehr, sehr viele Bücher gelesen. Aber mit Seminaren hatte ich nichts am Hut. Und ich war nach meinen ersten Seminaren auch enttäuscht. Ich habe gedacht, Mensch, das, was ich da gehört habe, stand doch auch schon in diesen Büchern. Und ich kann mich an ein Seminar erinnern vom Fantab in Berlin. 3 Tage, 10.000 Euro. Extrem teuer, extrem große Überwindung auch dahin zu gehen. Ist jetzt auch schon 7, 8 Jahre her. Aber ich bin rausgegangen und ich war enttäuscht. Aber es waren 2, 3 Sätze in diesem Seminar, die haben mich dann immer wieder in meinem Werdegang begleitet und die haben mich immer wieder als Trader auch ein Stück weit verbessert. Und diese Komponenten daraus und vor allen Dingen diese Erfahrung auch mit den anderen in der Gruppe, in der Community, mit dem Trainer zusammen, das hat mir geholfen. Und dieser ursprüngliche Glaubenssatz, du kannst dir alles alleine beibringen und du musst dir vielleicht auch alles alleine beibringen, der ist dann gewechselt in den Glaubenssatz, du kannst auch von anderen Experten lernen. Du kannst natürlich sehr genau drauf gucken, wer der richtige Experte ist, von dem du lernen möchtest und der zu dir passt. Denn nicht jeder Experte passt, das ist auch klar. Es muss zu deiner Individualität und deiner Persönlichkeit passen. Und dann musst du den entsprechenden Trainer auch finden. Und das darf auch mal länger dauern, du darfst dich da auch mal orientieren. Und wenn du jemanden gefunden hast, musst du auch nicht ewig bei dem bleiben, kannst auch weitergehen. Und ich hatte 2 große Coaches, Tab und Steenberger, gerade im psychologischen Bereich, haben die mir sehr, sehr geholfen. Und natürlich nehme ich auch viele Ideen in meinem eigenen Coaching für Klienten aus deren Bereichen auf, weil es mir geholfen hat. Und der dritte Glaubenssatz, mit dem ich noch heute öffentlich gehe und den ich mit dir teilen kann, ist auch einer, der wieder sehr, sehr persönlich ist und der mich selber auch lange Jahre begleitet hat, den ich auch nicht so richtig ablegen konnte, aber den ich zumindest ein Stück weit transformiert habe. Und das war so auch stark am Anfang, wo ich dann Bücher gelesen habe. Und dann hieß es immer, naja, du brauchst das perfekte Trading-System, du brauchst das perfekte Investment-System. Und ich habe ja mittlerweile sehr viele gute Strategien auch veröffentlicht. Viele sind im Algo mit der Umsetzung, viele handle ich auch noch diskretionär. Und ich weiß, bei anderen ist es manchmal so, die haben ihren Ansatz und sagen, das ist der einzige, der funktioniert. Und ich habe auch gute Strategien, die funktionieren auch gut, aber der ursprüngliche Glaubenssatz zu sagen, es gibt nur wenige Handelsstrategien, die erfolgreich sind und die muss ich finden, den habe ich verworfen, der bringt nichts. Es gibt über 1000 Handelsstrategien, mit denen du den DAX und Co. schlägst. Über 1000 Handelsstrategien, die dich zum erfolgreichen Börsianer machen. Deine Individualität lässt es nicht zu, dass du alle 1000 für dich handelst, aber egal wie speziell du als Typ bist, ich sag mal 100 Strategien oder 50 kommen mindestens für dich in Frage. Und klar, diese 50 musst du finden, das ist Arbeit, aber die große Arbeit, die kommt erst hinten raus und das ist ein Glaubenssatz, der sich dann auch etabliert hat. Strategien gibt es sehr viele, auch sehr gute, nur die Arbeit ist eben die Umsetzung der Strategien. Hier gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren und das war so der dritte Glaubenssatz, den ich so ein Stück weit aufgebrochen habe, der mir auch geholfen hat. Weg von dem perfekten System. Ah, es gibt nicht das perfekte System, sondern es gibt halt nur die perfekten Systeme für mich und meine Individualität und auch zu sagen, Mensch, es kann nur funktionieren, wenn ich das gemacht habe. Völliger Quatsch, ich kenne mittlerweile so viele gute Börsenansätze aus so vielen unterschiedlichen Bereichen, um die Märkte deutlich zu schlagen. Nur ich weiß genau, das Problem ist, diese Dinge umzusetzen. Ja, das waren so meine 3 Glaubenssätze, die mich ein Stück weit zurückgehalten haben. Es gibt andere, ich habe die auch mal aufgeschrieben, vielleicht teile ich die später noch. Aber ich glaube, heute für Frag den Fondsmanager sind diese 3 erstmal genug. Und damit danke, dass du zugehört hast. Wie immer, wenn du es noch nicht getan hast, abonniere gerne den Kanal und schreib mir vielleicht auch deine Glaubenssätze in die Kommentare. Vielleicht hast du ja auch Glaubenssätze, die dich zurückhalten. Und wenn du diese auflöst, kannst du an der Börse besser werden.